Moin, ich bin Gammelspieler und willkommen zurück zu Donkey Kong Country nicht Return zum Originalspiel SNES vom Super Nintendo. Und wir haben hier noch ein paar Bonuswelten vor uns, beziehungsweise nur eine. Und ich hab's schon vergessen, wo die ist. Nee, nicht wirklich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht draufgehe. Juhu, da haben wir schon die erste Bonuswelt. Beziehungsweise die einzige in diesem Level. Und ihr seht schon wieder so ein richtig fies versteckte. Und ich will ja nichts voranhalten. Ich habe noch kein Game Over gehabt in diesem Part. Das ist nicht mein drittes Video. Doch, es ist leider. Weil irgendwie läuft es überhaupt nicht in diesem Teil, weil mir fehlen echt die Leben. Mir fehlen die Leben, die man während den ersten Leveln aufholt. Mit 5 Leben ist es halt doch ein bisschen knapp. Ja gut, aber liegt vielleicht auch noch daran, dass ich richtig viel rede. Ja, ich weiß, es ist immer diese nette, blöde Ausrede von den Let's Playern. Ach komm, das ist nicht so schwer. Du redest nur. Was ist das denn? Das kann doch jeder. Richtig, so habe ich auch gedacht. Muss ich zugeben. Es ist aber halt doch nicht so einfach. Und ich bewundere wirklich langsam die Let's Player, die auf. Na. Auf. Wie heißen die? Auf Samtenrand gehen. Weil da muss man sich ja wirklich konzentrieren und gleichzeitig reden. Es sieht wirklich so einfach aus. Man denkt natürlich wirklich, was ist das? Es ist eigentlich generell bei jedem Let's Play, denke ich. Denn viele Spiele, da gibt es Phasen, wo man sich konzentrieren muss. Und reden lenkt halt doch wirklich ziemlich ab. Hab ich ja schon bei meinen Schach-Let's Plays gemerkt, teilweise. Andererseits hat mir eigentlich auch geholfen. Ach, Mann, blödes Let's. Oh, das war. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Ach so, habe ich eben geflucht? Nee, oder? Gut. Man flucht natürlich nicht. Trevor, versenkt. Mann, das war nur ein ganz stinknormales Gremlin. Ich frag mich, ich habe im letzten Video nach. Na, wie heißen die? Nach Kaizo Donkey gefragt. Ich glaube, das nehme ich zurück. Es sei denn, ich will mich richtig schön ärgern. Na gut, ich habe jetzt mal ein Let's Play gesehen von einem Kaizo Donkey. Es ist wirklich ein bisschen fies. Da kommen diese Level hier definitiv nicht mit. So, mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Da, Leben. Das ist mal gut. 6 Leben! Läuft zumindest besser als beim letzten Video. Was war das denn? Ich mag Gremlins nicht, die hüpfen. Die sollen schön am Boden bleiben. Habt ihr schon mal Eidechsen gesehen, die hüpfen? Ich kenne Eidechsen, die Schwänze verlieren und ähnliches. Aber springende Eidechsen sind mir völlig neu. Und deswegen ist es eigentlich so ein bisschen lustig. Weil die Gremlins sind ja eigentlich nichts anderes als Eidechsen. Nur diese komische Fässer werfen Monkey Kong ist ein Affe. Und von dem könnte man ja das Springen erwarten. Und hier hilft die Banane wirklich vom Springen, habe ich das Gefühl. So! Auch hier die Bonuswelten geschafft. Und jetzt. Der letzte Level vor den letzten beiden Gegnern. Endgegnern, besser gesagt. Und, ich wollte doch zudem noch was sagen. Ihr habt eben den fiesesten Gegner im ganzen Spiel gesehen. Den kann man nämlich nur mit einem Fass besiegen. Brauche ich Leben? Brauche ich Leben? Was meint ihr? Ja! Nein, brauche ich nicht. Das war Absicht. Ja, ich wiederhole mich. Ja, gut. Tut mir leid, Donkey. Versemmelt. So, aber hier. Ich hab dir ja immer gesagt, ich spiele lieber mit Diddy. Es gibt nur ein Level, wo ich sage, nein, nie im Leben Diddy spielen. Das würde ich euch auch raten. Diesen Level. Mit Diddy zu spielen, bedeutet schon sehr mutig sein. Finde ich. Aber. Ihr seht schon, das sind alles Gegner, die eigentlich nur Donkey besiegen kann auf Anhieb. Außer vielleicht die kleinen, netten Biberchen. Und die hier auf jeden Fall nicht. Gut, die kann auch Diddy besiegen, aber. So, was mache ich jetzt mit dir? Ich hoffe mal, ich bin schnell genug, weil jetzt kommt eine richtig fiese Stelle. Was ich sagte. Coole Idee, was zu beweisen war. Quod erat demonstrandum. Ja,
einmal töten, Gremlin töten, mit Muskelprotz besiegen. Oh. Ich bin froh, dass es hier zwei Fässer gibt. Oh. Und wieso spiele ich eigentlich mit Diddy gerade? Egal. Ich bin jetzt mal krank und spiele mit Diddy. Vielleicht scheitere ich auch immer nur, weil ich mit Donkey spiele. Kann ja auch sein. Warum habe ich jetzt mit Diddy spielen wollen? Weil die Teile, die sind ja richtig egal. Na gut, ich bin wankelmütig, weiß. Mal sage ich Donkey, mal sage ich doch lieber Diddy spielen. Ja, mit Donkey ist es definitiv viel einfacher. Und blödes Gürteltier. Gehören ausgestorben. Und sind, glaube ich, auch auf der roten Liste. Und dann wird in diesem Spiel eigentlich dazu beigetragen, die. Ui, das war knapp. Die Gürteltiere auszurotten. Ja, was soll man sagen? Was war das? Das war Spielfehler. Das war wirklich Spielfehler und das ist keine Ausrede. Auch wenn das natürlich jetzt wieder so klingt, aber diesmal bin ich wirklich völlig unschuldig. Ja. So, spätestens. Was war das? Falsche Taste. Ich wollte eigentlich wechseln. Ja gut, dann wechsle ich jetzt. Und jetzt ohne Fehler, bitte. Danke. Einmal ein Fass. Ah, jetzt hole ich mir Donkey und den brauche ich nicht. Wo habe ich das O übersehen? Ach, wahrscheinlich kurz vom Speicherfass. Weil ich da viel zu ungeduldig war. Naja, gut. Ist egal. Ich will hier durch. Ah, schön. So, geschafft, geschafft. Und der nächste Teil. Ich weiß nicht mehr, brauche ich hier Diddy für? Och nö. Mann, Zielwasser. Aber es geht zum Glück. Ich glaube. Ah! Oh. Nee, ich bin gerade ein bisschen krank. Besonders. Ja, ich spiele wieder mit Diddy. Ich spiele wieder mit Diddy. Nee, nee, nee. Ich sag, ich will mit Diddy. Ich will mit Donkey spielen und was mache ich? Ich spiele mit Diddy. Na gut, ich konzentriere mich jetzt lieber, weil. Auf geht's in die Bonuswelt. Ui, das war knapp. Und hier ist die allerletzte Bonuswelt im gesamten Spiel. Und auch hier seht ihr sehr viel versteckt. So, und ich wollte ja noch die anderen, die extra Bonuswelten alle spielen. Deswegen werden wir jetzt auch mal die Statuen sammeln. Und da hätten wir schon die erste. Und damit hätten wir. Schade, dass keine Übersicht ist, wie viele Statuen wir haben. Ich weiß auch nicht, wo es die Engard. Oh, Cranky, wollen wir dich wieder besuchen? Nö. Du bist unnütz. Kommen wir zum vorletzten Endgegner. Im gesamten Spiel. So, ich sag einfach mal, ich halte jetzt wohl einfach mal die Klappe. Das war knapp. Ja, ich weiß nicht mal, wie man mit dem Sieg. Ach so, ich glaube, da war einfach ganz in der Nähe sein von dem. Und dann weiterspielen. So. Eins. Das macht man natürlich nicht. Man fordert ihn ja nicht heraus. Ah, oh, das war wieder ein Lag. Ja, der Lag hat mich diesmal irritiert. So, gut. Jetzt aber wirklich volle Konzentration. Weil, wie gesagt, ich mag den Gegner überhaupt nicht, den Gegner. Eins. Zwei. Drei. Eins, zwei. Ah. Ah, Mann, das ist so eine fiese Stelle, finde ich. Oh Mann, ich sehe es und komm, ich gehe Game Over.
durch diesen blöden Endgänger. Oh, das war knapp. Ja, gut, dann wollen wir mal jetzt den ein bisschen aufhalten oder auch nicht. Ja, geschafft! Ach, da fällt mir jetzt auch richtig was vom Stein herunter. Ja, Herzen fallen vom Stein herunter. Und geschafft! Und jetzt sind wir praktisch beim letzten Endgegner. Aber nein, wir wollten, oder ich wollte euch ja noch die extra Bonuswelten zeigen. Und ja, das machen wir dann mal, oder? Deswegen gehen wir hier rein. Sturztal. Da waren ja hier... Oder? Ja. Hier waren ein paar Bonuswelten versteckt. Und das nutzen wir jetzt auch. Ich hoffe, ich verbrauche jetzt nicht zu viel Zeit. Nur um die Bonuswelten zu suchen. Damit hätten wir das erste Nashorn. Kommen wir zum zweiten Nashorn. Ja, ich sterbe beim Nashorn holen. Das wäre natürlich oberpeinlich, weil ich jetzt die Bonuswelten holen will und dann gehe ich unter, weil ich so blöd bin, 5 Minuten oder 1 Minute im zweiten Level durchzuhalten. So, ich muss echt überlegen, wo waren die nächsten Bonuswelten? Nee. Ja, gut, das nennt man Skill, den man nicht hat. Skill. Ja, es ist jetzt ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Aber, wie gesagt, vielleicht... Da haben wir die drei. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum ich diese Bonuswelten eigentlich nicht mag. So, mal gucken. Wir können ja mal zählen, wie viel ich zusammen sammle. Es gibt Leute, die schaffen da wirklich, glaube ich, 999. Ich habe es noch nie gekriegt. Habe ich wirklich nie hingekriegt. Das ist, glaube ich, eine der Welten, wo ich... Ich glaube, nee, ich glaube, der Frosch-Level. Der bringt noch weniger. Und hier seht ihr... Mal überlegen. Wir haben hier Nashorn in dem Gebirge. In der Eiswelt. Wie kommt man darauf, ein Nashorn in so ein Gebirge zu jagen? Und ja, das habe ich mir schon was gedacht. Hier oben hätte ich weiterspringen müssen, denn wäre ich zur großen Statue gekommen, das hätte dann auch noch die Punkte, die Leben vervierfacht, oder, ne, verdoppelt meine ich. Gut, was soll's. Hat nicht sein sollen. Und jetzt überlege ich wirklich, wo gibt's... Wo komme ich am besten an die Bonus... Wo komme ich am besten an die Bonuswelten? Also an den Frosch komme ich hier, das weiß ich noch. Ja. Nee, wieso komme ich hier am besten am Frosch? Ganz klar, weil hier oben... So, dann nehme ich wieder doch Dick Diddy. Da holen wir uns jetzt mal schön die Bonuswelten. Ein Frosch am in Ehren. Vertreibt Kummer und Sorgen. Schön. Und der letzte Winky. Und danach wird es den nie wieder geben. In keinem weiteren Teil von Donkey Kong Country gab's den. Und Diddy gibt's auch, ja, zum Glück öfter, weil, wie gesagt, Diddy ist mein absoluter Lieblingscharakter. Und da kommen wir zu dem Froschteil. Ich mag den Frosch überhaupt nicht. Und die Bonuswelt auch nicht. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch diesen netten, netten, kleinen... fiesen, blöden Schwertfisch. Angoard. Und es ist eigentlich fies, wenn ich jetzt sage, der ist klein, fies und blöd. Weil ohne ihn möchte ich nicht... sind Wasserwelten wirklich ein bisschen gemein. Aber... irgendwas ist ja immer. Und hier seht ihr schon, wo... Es könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo... die Bonuswelten sind. Oder wo die Riesenstatue ist. Und ich glaube, ich bin hier definitiv viel zu früh. Und jetzt bin ich wahrscheinlich zu spät dran.
Ich vermute es mal. Obwohl, das könnte klappen. Denn die Zeit hält... Ach, nicht steil. Ja, eine Sekunde, wie verzögert. Okay, das nennt man Bonus-Level-Skill. Und wir sind wieder am Anfang. Und jetzt, wo komme ich jetzt am schnellsten? Na komm. Hä? Wieso kann ich das nicht beenden? Nochmal probieren. Ich dachte schon, das geht nicht. So, jetzt muss ich echt überlegen, wo gibt es den nächsten Setwiss? Wo gibt es den am schnellsten? Ich kann mich hier erinnern, Lorenkrest, dass es dir den Setwiss gibt, aber... Nein, es gibt eine viel bessere Stelle. Bad Mühlenstein? Oder verwechsel ich das jetzt? Werden wir gleich sehen. Ich hoffe mal. Ach so, habe ich verwechselt. Schade. Habe ich wirklich verwechselt? Ich dachte, das wäre hier. Ich wollte eigentlich eine Bonuswelt, wo man dann sofort... Aber okay, spielen wir kurz Lorenkrest an. Und gehen wir dann Game Over, dass ich jetzt hinkomme. Ich finde sowieso Lorenkrest gefürchtet, aber auch genial. So, so ein bisschen zum Ausspannen. Es ist praktisch hier kurz vorm großen Finale, vor dem Dieb der Bananen, nochmal kurz Bonuswelten sammeln. Und Leben sammeln, die am Ende sowieso nichts bringen, weil, wenn ich das nächste Video starte, wird, werden die Leben wieder weg sein. Und auf geht's. Letztes Mal in diesem Level. Und dann kurzzeitig die Bonuswelt zeigen. Gucken, wie viel Leben ich kriege. Und dann ist das Video auch schon wieder zu Ende. Und wir kommen nächstes Video. Nächstes Video. Der große Endgegner. Das große Endgegner mit 101%. Der letzte. Der blöde. Der King Karol. Der auch nur im ersten und zweiten Teil Sinn macht. Im dritten Teil gibt es den wohl auch, aber macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Aber okay, weiter geht's. Und hier sieht man, diese Bonuswelt basiert auf Wasser. Wäre komisch, wenn nicht. Und das ist auch, eigentlich passen die Bonuswelten, die Umgebung wunderbar zu den schönen Helfern. Außer halt Rambi, ein Nashorn in der Eiswelt, klar, da hätte ich vielleicht irgendwie, guten Frost hätte auch nicht reingepasst. Der hätte gar nichts reingepasst, von den Helfern. Aber zumindest werde ich hier die Statue finden. Es gibt hier insgesamt vier versteckte Räume. Und ich weiß, dass manche, glaube ich, mit Ausnahme von Rambi, immer 999, also maximal. Und wie sie das machen, keine Ahnung. Ich habe es nie geschafft. Das Einzige, wo es vielleicht halbwegs hinkriegt, ist unser netter Vogel Strauß. So, und jetzt muss ich doch langsam mich doch beeilen. Nicht, dass ich wieder auch den hier nicht kriege. Aber nein, diesmal passe ich auf. 7 Leben. Wir haben 14, das könnte ich doch eigentlich weiterspielen. Oder was meint ihr? Nein, das ist so einfach. Ich werde nachher mit 5 Leben durchspielen. Und nur einen brauchen. Nee, was soll ich? 3000 Mal Game Over gehen. So, gut, der Rat ist teuer. Wo speichern wir? Wo ist das Speichern am effektivsten? Nehmen wir hier gleich. Und wir sehen... 100%! Wir haben das Spiel geschafft! Aber ohne Endgegner? Nein. Es gibt noch einen Endgegner. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Auch wenn ich noch ein bisschen gefehlt habe. Wie gesagt, das ist das vorletzte Video. Das nächste Video wird ausschließlich sich um den Endgegner kümmern. Um den bösen, netten King Karol. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Gambit-Spieler.